14.50 Uhr jede Menge Punkte für den ÖSV gleich 8 Österreicherinnen hatten sich für die K.O.-Runde der besten 32 qualifiziert und so wertvolle Weltcup-Zähler gesammelt. Beste ÖSV-Athletin wurde am Ende Katharina Linsberger, die das Duell um Bronze knapp verlor und Vierte wurde. Stefanie Brunner folgt auf Rang 6, Katharina Geilhuber, Franziska Gritsch und Katharina Truppe schieden im Achtelfinale aus. Katharina Huber, Chiara Meyer und Bernadette Schild war schon in der ersten K.O.-Rundschluss, 14.47 Uhr durch starke 8. Elna Dürr hat sich mit zwei starken Läufen ins Viertelfinale gekämpft, bevor die Kräfte ein wenig nachließen. Am Ende steht ein guter 8. Platz und die sichere WM-Qualifikation zu Buche. Jessica Hilzinger hat ihr erstes K.O.-Duell leider verloren. Christina Geiger hatte es in der Qualifikation nicht unter die besten 32 geschafft. 14.43 Uhr Nummer 48 für Schifrin. Michaela Schifrin ist und bleibt das Maß aller Dinge. Die US-Amerikanerin gewinnt in St. Moritz nach dem Super-G auch den Parallelslalom und feiert Weltcupsieg Nummer 58. Schifrin behauptet sich in einem dramatischen Finale gegen die Slowakin Petra Vlhová. Die Schweizerin Wendy Holtner fährt beim Heimspiel auf Rang 3 und verweigert Katharina Linsberger aus Österreich den Sprung aufs Treppchen. 14.39 Uhr Michaela Schifrin, USA, Petra Vlhová, SVK, das Traumfinale steht an. Und das Duell der beiden vermeintlich besten Slalomfahrerinnen hält, was es verspricht. Vlhová hat den besseren Start und bietet Schifrin voll die Stirn. Die Amerikanerin liegt nach einem kleinen Fehler im Mittelteil zurück, fliegt aber mit einem Wahnsinnsfinish im letzten Tor noch vorbei. Michaela Schifrin gewinnt, 14.36 Uhr, Wendy Holtner, SUI, Katharina Linsberger, AUT, Schweiz gegen Österreich lautet das Duell ums Stockhalb. Zur großen Freude der Zuschauer in St. Moritz setzt sich die Schweizerin in einem packenden Duell knapp durch, weil sie besser startet und einfach dynamischer fährt. Rang 3 für Wendy Holtner, 14.35 Uhr Nina Havalöset, NOR, Stefanie Brunner, AUT, die Norwegerin fährt mit mehr Risiko und hat auch die bessere Beschleunigung. Ein kleiner Fehler kostet Stefanie Brunner alle Chancen und sie beendet den Wettkampf auf einem guten 6. Ran. 14.33 Uhr Lena Dürr, Aaron Michinski, Ken, schade. Lena Dürr gehen am Ende doch ein bisschen die Körner aus und nach der 3. Niederlage in Serie bleibt es bei Rang 8. Dennoch ein gutes Ergebnis und die sichere WM-Qualifikation für Lena Dürr. Aaron Michinski gewinnt klar und wird Siebte, 14.27 Uhr, Wendy Holtner, SUI, Petra Vlhová, SVK, das gibt es doch nicht. Wendy Holtner erwischt wieder den besseren Start und führt noch bei der Einfahrt in den Zielhang. Doch Petra Vlhová boxt die letzten Fahnen weg und schiebt sich noch zum 200. vorbei. 14.25 Uhr Michaela Schifrin, USA, Katharina Linsberger, AUT, Michaela Schifrin scheint nahezu unbesiegbar. Die US-Amerikanerin distanziert auch die junge Österreicherin Katharina Linsberger um mehr als eine halbe Sekunde und fährt fehlerfrei ins Finale. 14.23 Uhr Lena Dürr, Stefanie Brunner, AUT, wie knapp war das denn? Die beiden Damen liefern sich einen packenden Fight um jeden Zentimeter Schnee und es geht fast zeitgleich über die Linie. Die Uhr verrät, Stefanie Brunner war ganze 400stel schneller, 14.21 Uhr Nina Havalöset, NOR, Aaron Michinski, Ken, zuerst wird um die Plätze 5 bis 8 gefahren. Nina Havalöset setzt sich haarscharf mit 0,09 Sekunden durch und fährt im nächsten Rennen um Platz 5, 14.18 Uhr Halbfinale komplett. Damit steht fest, Michaela Schifrin, Katharina Linsberger, Petra Vlhová und Wendy Holtner kämpfen im Parallelslalom von St. Moritz um den Sieg.
Ena Dürr und Stefanie Brunner duellieren sich im Kampf um die Plätze 5 bis 8, 14.16 Uhr. Lena Dürr, Wendy Holtener, SUI. Wendy Holtener fliegt mit einem Blitzstart aus dem Starthäuschen und liegt gleich vorne. Lena Dürr fightet bis zum Schluss, kann die Schweizerin aber nicht mehr einfangen. 14.14 Uhr Stefanie Brunner, AUT, Petra Vlhova, SVK, was für ein enges Duell. Stefanie Brunner und Petra Vlhova liefern sich einen packenden Fight, den die Slowakin am Ende für sich entscheidet, weil sie etwas besser blockt und die direktere Linie hat. 14.13 Uhr Katharina Linsberger, AUT, Aaron Milchinski, Ken, Halbfinale für den ÖSV. Katharina Linsberger behauptet sich in einem spannenden Rennen mit 0,19 Sekunden gegen Aaron Milchinski und trifft in der Runde der letzten vier auf Michaela Schifrin, 14.11 Uhr Michaela Schifrin, USA, Nina Haverlöset, NOR, diesmal muss Michaela Schifrin mächtig kämpfen, rettet sich aber mit einem langen Schritt über die Ziellinie und steht im Halbfinale, 14.10 Uhr Viertelfinale, es geht sofort weiter mit dem ersten Viertelfinale, 14.10 Uhr Wendy Holtener, SUI, Irene Körtoni, ITA, beflügelt vom Erfolg über Frieda Hansdotter, zeigt Wendy Holtener einen weiteren starken Lauf und weist auch Irene Körtoni in die Grenzen. Die Schweizerin ist in der Form sicher eine Kandidatin für das Finale und trifft jetzt auf Lena Dürr. 14.08 Uhr Katharina Geilhuber, AUT, Lena Dürr, Gerr, Lena Dürr packt es. Was war das für ein spannendes Rennen? Die ganze Zeit ist sie mit der Österreicherin Katharina Geilhuber gleich auf und springt erst auf den letzten Metern weg. 14.07 Uhr Roni Remmel, Ken, Petra Vlhova, SVK. Petra Vlhova lässt auch im Achtelfinal nichts anbrennen und siegt souverän. Roni Remmel riskiert zu viel und kann das Rennen nach einem Fehler nicht beenden. 14.06 Uhr Stefanie Brunner, AUT, Marusa Ferk, SLO, das ist nochmal ganz schön eng geworden. Stefanie Brunner liegt vorne, als ihr Außenski kurz abhebt und Ferk nochmal rankommt. Im Ziel sind es nur noch 0,1 Sekunden für die Österreicherin, aber es reicht. 14.04 Uhr Katharina Linsberger, AUT, Katharina Truppe, AUT, im nächsten reinen ÖSV-Duell setzt sich Katharina Linsberger durch, weil Katharina Truppe nach der Hälfte des Rennens stürzt. 14.02 Uhr Adeline Mugnir, FRA, Aaron Milchinski, Ken, das war ein kleiner Fehler zu viel bei Adeline Mugnir. Die in der Quali noch so starke Französin scheidet aus und Aaron Milchinski steht in der Runde der letzten 8. 14.01 Uhr Franziska Gritsch, AUT, Nina Haverlöset, NOR, für Franziska Gritsch reicht es leider nicht. Nina Haverlöset liegt immer ein Stückchen vorne und setzt sich problemlos durch. Im Viertelfinale geht es für die Norwegerin gegen Michaela Schifrin. 13.59 Uhr Michaela Schifrin, USA, Mina Fürst-Holtmann, NOR. Das sieht schon beängstigend locker aus bei Michaela Schifrin. Die Amerikanerin fährt das ganz souverän, schaut ab und zu mal rüber und sieht nur, dass die Norwegerin ihr nicht folgen kann. Damit steht Schifrin als erste Fahrerin im Viertelfinale, 13.57 Uhr, Achtelfinale komplett, damit stehen die besten 16 fest und es geht gleich ins Achtelfinale. Ab jetzt wird nun noch ein Lauf pro Duell gefahren, es geht also im reinen K.O.-Modus zur Sache, 13.56 Uhr, Frieda Hansdotter, SWE, Wendy Holtener, SUI, das ist mal eine Hausnummer. Wendy Holtener haut Frieda Hansdotter raus. Die Schwedin attackiert, um ihren Rückstand aus Lauf 1 aufzuholen, patzt dann auf dem Innenski und scheidet aus. 13.55 Uhr Irene Körtoni, ITA, Meta Rovat, SLO. Meta Rovat fightet sich nach dem verkorksten ersten Lauf nochmal ganz nah heran, doch die erfahrene Italienerin kann einen Rest ihrer halben Sekunde Vorsprung ins Ziel retten. 13.53 Uhr Lena Dürr, Gerd, Nastasia Nünz, FRA, souveräner Auftritt von Lena Dürr. Die einzige verbliebene DSV-Fahrerin nimmt einen leichten Vorsprung mit in den Lauf und baut den kontinuierlich aus. Problemlos geht's ins Achtelfinale, 13.52 Uhr Katharina Geilhuber, AUT, Christine Lüstal, NOR, stark.
Katharina Gallhuber geht mit knappem Vorsprung ins zweite Duell und behauptet den mit einem furiosen Finish gegen Christine Lüstahl, 13:51. Petra Vlhová SVK, Carol Bissig SUI, Petra Vlhová lässt mal gar nichts anbrennen und untermauert ihre Favoritinnenstellung auch im zweiten Duell mit Carol Bissig, 13:49. Chiara Meyer AUT, Roni Remme Ken. Chiara Meyer kämpft sich nach verlorenem ersten Lauf nochmal heran, kann ihren Rückstand aber nicht ganz wegmachen. Roni Remme steht im Achtelfinale, 13:48. Aline Daniels SUI, Maru Safert SLO, Autsch. Aline Daniels liegt bis 5 Tore vor dem Ziel vorne, bleibt dann aber an einem Tor hängen und Maru Safert fliegt auf den letzten Metern noch vorbei. 13:47. Stefanie Brunner AUT, Katharina Huber AUT. Brunner liegt im ÖSV-Duell schon klar in Front, als sie fast nochmal hängen bleibt, rettet aber den Vorsprung ins Ziel. 13:45. Katharina Truppe AUT, Chiara Kostadza ITA. Nach kurzer Unterbrechung aufgrund einer heftigen Windböe geht's weiter. Katharina Truppe dominiert auch den zweiten Lauf und zieht als nächste Österreicherin ins Achtelfinale ein. 13:43. Katharina Linsberger AUT, Marens Köld NOR. Katharina Linsberger wehrt die Attacke von Marens Köld ab und rettet ihren Vorsprung über die Linie. Technisch ein ganz sauberer Lauf der Österreicherin. 13:41. Anna Svenlason SWE, Aaron Michinski, Ken. Nach einem knappen ersten Lauf geht es fast zeitgleich ins zweite Duell und diesmal hat die Kanadierin die Nase vorn. 13:40. Adeline Mugnier FRA, Federica Brignone ITA. Brignone kämpft sich nochmal heran, doch Mugnier hat auf den letzten Metern mehr Power und rettet sich ins Ziel. Die Französin steht im Achtelfinale, 13:38. Bernadette Schild AUT, Franziska Gritsch AUT, die Überraschung ist perfekt. Franziska Gritsch geht mit Vorsprung in den zweiten Lauf und Bernadette Schild muss riskieren. Dabei unterläuft ihr ein Patzer und sie fliegt ab. Gritsch ist weiter, 13:36. Nina Havalöset NOR, Jessica Hilzinger, GER, keine Chance für Jessica Hilzinger. Die Deutsche verliert auch im zweiten Lauf Zeit auf Nina Havalöset und die Norwegerin zieht locker weiter, 13:35. Marina Gazienica Daniel, Pol, Mina Fürst-Holtmann NOR, das wird nochmal eng. Mina Fürst-Holtmann braucht ihren Vorsprung fast auf, rettet aber noch eine Rest ins Ziel und darf im Achtelfinale gegen Mikaela Schifrin ran. 13:33. Mikaela Schifrin, USA, Lauren St. Gemma, Ken, souverän. Mikaela Schifrin fährt das Duell locker nach Hause und zieht wie erwartet als erste Fahrerin in die zweite Runde ein. 13:23. Kurze Pause. Die erste Runde der ersten K.O.-Phase ist durch. In wenigen Minuten geht's nach einem Seitenwechsel in das zweite Duell. 13:21. Frieda Hansdotter SWE, Wendy Holtener SUI, es wird laut. Und diesmal haben die Fans auch was zu jubeln. Wendy Holtener fährt gegen Olympiasiegerin Frieda Hansdotter ein tolles Rennen und nimmt ihr 0,2 Sekunden ab. Da geht was. 13:19. Meta Rovat SLO, Irene Körtoni ITA, verkorkster Lauf von Meta Rovat. Die Slowenin patzt zunächst, riskiert dann alles und patzt erneut. So geht die Italienerin mit Vorsprung ins zweite Duell. 13:18. Lena Dürr, Nastasia Nünz, FRA. Lena Dürr kommt gut aus dem Häuschen und liegt gleich ein Stück vorne. Den Vorsprung behauptet die Deutsche auch bis ins Ziel und geht mit 0,35 Sekunden Vorsprung ins zweite Duell. 13:16. Katharina Gallhuber AUT, Christine Lüstahl, NOR, so geht's. Katharina Gallhuber fährt es blitzsauber und nimmt Christine Lüstahl 0,2 Sekunden ab. 13:15. Petra Vlhová SVK, Carol Bissig SUI, es wird wieder laut an der Strecke. Carol Bissig hat allerdings gegen Mitfavoritin Petra Vlhová aus der Slowakei keine Chance und geht mit 0,5 Sekunden Rückstand ins zweite Duell. 13:14. Roni Remme, Ken, Chiara Meyer AUT, Chiara Meyer kann nicht ganz an.
die guten Leistungen ihrer Landsfrauen anknüpfen und kommt 0,28 Sekunden hinter ihrer Konkurrentin ins Ziel. 13.13 Uhr Aline Daniels SUI Maru Safert SLO. Unter dem Jubel der Zuschauer gewinnt Lokalmatadorin Aline Daniels ihren Lauf. Die Schweizerin fährt einen Vorsprung von 0,26 Sekunden heraus. 13.11 Uhr Stefanie Brunner AUT, Katharina Huber AUT, das erste von zwei reinen ÖSV-Duellen geht an Stefanie Brunner. Katharina Huber fällt nach einem Fehler im oberen Teil schnell ab. 13.10 Uhr Katharina Truppe AUT, Chiara Kostazer ITA, auch das sieht gut aus für den ÖSV. Da Chiara Kostazer einige Tore vor Schluss ausschert und aufgibt, bekommt auch sie gegen Katharina Truppe die obligatorische halbe Sekunde aufgebrummt. 13.09 Uhr Marens Köhlt NOR, Katharina Linsberger AUT, saubere Fahrt von Katharina Linsberger. Die Österreicherin setzt sich mit einem starken Finish durch und geht mit 0,38 Sekunden Vorsprung ins Rückspiel. 13.08 Uhr Anna Svenlason SWE Aaron Michinski Ken, das war haarscharf. V-Eis zuletzt liegen die beiden Damen gleich auf und im Ziel hat die Schwedin gerade einmal einen Vorsprung von 0,02 Sekunden. 13.07 Uhr Adeline Mognier FRA Federica Brignone ITA, das erste knappe Ergebnis des Tages. Adeline Mognier setzt sich überraschend gegen Federica Brignone durch und nimmt 0,31 Sekunden Vorsprung mit in den zweiten Durchgang. 13.06 Uhr Bernadette Schild AUT, Franziska Gritsch AUT, das ist schon eine kleine Überraschung. Bernadette Schild patzt gleich zweimal klar und Franziska Gritsch gewinnt den Lauf deutlich. 13.05 Uhr Nina Haverlöset NOR, Jessica Hilzinger, Gerd, die Deutsche verpasst leider den Start und fährt dann nur noch hinterher. Damit geht Hilzinger auch mit Rückstand in den zweiten Lauf. 13.03 Uhr Marina Gazier Nitscha Daniel Pohl, Mina Fürst Holtmann NOR. Bis kurz vor Schluss ist das Duell komplett offen, dann fädelt die Pullin ein und muss abreißen lassen. Mina Fürst Holtmann gewinnt das erste Rennen. 13.01 Uhr Michaela Schifrin, USA, Lauren St. Gemma, Ken, die US Lady lässt im ersten Lauf nichts anbrennen und setzt sich mit einer halben Sekunde Vorsprung klar gegen ihre kanadische Herausforderin durch. 13 Uhr, auf geht's, die erste Paarung steht bereit. Michaela Schifrin startet ihre Mission gegen Lauren St. Germain aus Kanada. 12.59 Uhr Schweizer Trio aus der Schweiz haben es drei Fahrerinnen in die K.O.-Phase geschafft. Hoffnungsträgerin Wendy Holtener konnte sich auf Rang 31 gerade so durch die Quali retten und muss dadurch nun gleich in ihrem ersten Duell gegen die Schwedin Frida Hansdotter an. Außerdem sind Aline Daniels und Carol Bissig für die Schweiz dabei. 12.57 Uhr achtmal Österreich. Ein ganzes Viertel des 32er Feldes in diesem Finale kommt aus Österreich. Gleich 8 ÖSV-Damen haben es in die erste K.O.-Runde geschafft, in der es auch gleich zwei verbandsinterne Duelle geben wird. Beste Chancen aufs Podest rechnen sich Stefanie Brunner, Katharina Truppe, Katharina Gallhuber und Bernadette Schild aus. 12.57 Uhr DSV hofft auf Lena Dürr. Im deutschen Lager ruhen die Hoffnungen vor allem auf Slalom-Expertin Lena Dürr. Die 27-Jährige fuhr in der Qualifikation die 10-beste Zeit und muss in der ersten Runde gegen die Französin Anastasia Nöns ran. Neben Dürr hat es auch Jessica Hilzinger als Nummer 24 der Kauli in den Endkampf geschafft und trifft in der ersten K.O.-Runde auf die Norwegerin Nina Haverlöset. 12.54 Uhr Nummer 48 für Schifrin. Nach ihrem 47 Weltcup-Erfolg im gestrigen Super-G von St. Moritz ist Michaela Schifrin natürlich auch in ihrer Paradedisziplin Slalom die große Favoritin. Einzig das Format mit vielen direkten Duellen, in denen ein einziger kleiner Fehler entscheidend sein kann, könnte der US-Lady wohl zum Verhängnis werden. In der Qualifikation legte Schifrin in 28,14 Sekunden klar die Bestzeit hin.
Neben ihr gelten die slowakische Slalom-Expertin Petra Vlhová, Olympiasiegerin Frieda Hansotter aus Schweden und Österreichs Vorzeigetechnikerin Bernadette Schild als Favoritinnen auf den Sieg. 12.54 Uhr Action pur in diesem neu geschaffenen Wettbewerb, der erstmals als vollwertiges Rennen für den Einzelweltcup gewertet wird, sind Spannung und Action garantiert. In direkten K.O.-Duellen auf einer kurzen Strecke mit 28 Toren ermitteln die besten 32 der Qualifikation die Siegerin. 12.53 Uhr Herzlich willkommen, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Alpinen Weltcups in St. Moritz. Nach dem gestrigen Super-G steht auf der WM-Piste Engiadina heute erstmals ein Parallelslalom auf der Tagesordnung. Punkt. Um 13 Uhr geht's los mit den direkten Duellen der besten 32.